Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind vom New Earth Tribes Netzwerk. Das ist ein Netzwerk. Wir selber sind nochmal aus einer Gemeinschaft vom Neolux Tribe. Und wir haben ein Netzwerk und sind im Moment drei Gemeinschaften, die sich alle gemeinsam auf eine sehr hohe Mission und gewisse Praktiken vereinigt haben. Also es sind keine konkreten Praktiken, aber wo es sehr intensiv um ganzheitliche Verwirklichung, Entwicklung und Innenarbeit geht für Menschen, die da sind und die schon gewisse Werte und Commitments haben, die in diesem Netzwerk schon alle teilen, alle Gemeinschaften. Aber jeder ist dann nochmal sehr individuell, wie er diese lebt. Das ist zum Beispiel ein Teil, auf den wir gleich eingehen werden, die integrale Theorie, wo wir uns nicht mehr auf der Sachebene verfangen, sondern uns die tieferen Werte anschauen und nicht mehr festgelegte, enge Regeln machen, wie es genau auf der Sachebene ist, sondern uns viel tiefer angucken, was sind die Werte dahinter und wie können wir sie leben. Und sie können vielfach gelebt werden und in der Regel auch mit dem Gegenpol, mit dem wir uns in der Regel streiten. Weil in Wahrheit gibt es keine gegensätzlichen Meinungen in der Regel, so wie wir das immer wieder erleben. Und das ist auch unser Ansatz von Frieden, in ein integrales Bewusstsein zu kommen, wo man wieder alle Ebenen versteht und alle Werte verbindet und erkennt, dass die Gegenpole in der Dualität gar nicht wahr sind, dass sie Gegenpole sind und nicht zusammengelebt werden können. Aber erstmal wollen wir uns kurz persönlich vorstellen. Wir sind, wie gesagt, vom Neolux Tribe. Wir wohnen in Burgen an der Mosel in der Nähe von Koblenz. Wir waren vorher in Köln, haben über 3 Jahre, sag ich mal, so eine Art Wochenendgemeinschaft gehabt, wo wir ganzheitliche Seminare angeboten haben mit Gästen, wo sich immer mehr eine Kerngruppe gebildet hat im Laufe der Zeit. Und wir irgendwann dann so weit waren, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen jetzt auch zusammenziehen und noch mal eine intensivere Form von Transformation und Liebe zu kommen. Und ja, da leben wir jetzt in einer schönen Altbauvilla direkt an der Mosel. Seit Dezember sind wir da eingezogen und leben zusammen und sind jetzt gerade auf dem Weg, ja, größer zu werden, bekannter zu werden. Wir reisen zu vielen Festivals, kooperieren, waren auch beim Gen dieses Jahr. Dann treffen wir Ökodörfer und versuchen jetzt das integrale Bewusstsein und unsere ganzheitliche transformative Entwicklung in die Welt zu bringen, weil wir glauben, da gehen wir auch noch drauf ein, dass es ein wichtiges Puzzleteil ist, auch im Weltwandel, im Aufbau einer neuen Erde, eines neuen Systems, wo wir neu und liebevoll und kraftvoll zusammenleben, dass es Gemeinschaften, visionäre Gemeinschaften gibt, die sich dieser kompletten intensiven Transformation und Verbindung stellen, weil das ein unheimliches Potenzial und Kraft und Frieden und Liebe erzeugt, die wir, glaube ich, brauchen für diesen Wandel. Das müssen nicht alle machen, das ist auch das Wichtige. Also es gibt ganz verschiedene Form von Gemeinschaft und jede ist gut, aber ich glaube, dass wir ohne die visionären Gemeinschaften, die bis jetzt noch Mangelware sind, die anderen Arten von Gemeinschaften sind schon entstanden in unseren alternativen Netzwerken und da gibt es auch schon gewisse Tools, aber wie man diese intensivste Form von Gemeinschaft leben kann, das hat noch keiner rausgefunden, zumindest nicht, wie es liebevoll und gesund passieren kann. Es gab schon viele Gruppen, die so intensiv gelebt haben, was aber oft sehr destruktiv ausgegangen ist. Das hier ist ein neuer Versuch, jetzt wirklich ganzheitlich, gesund und liebevoll diese intensive Transformation in Gemeinschaft zu kreieren. Und das ist unser Forschungsfeld. So viel dazu. Ja, ich persönlich bin Marvin. Ich bin auch seit 2,5 Jahren schon beim Tribe dabei. War mega begeistert, war vorher lange Zeit auf einem einzelspirituellen Weg. Habe sehr viel Meditation und Yoga-Erfahrung gehabt und auch intensive Erwachungserlebnisse. Aber das hat mir alles nichts gebracht, weil ich sozial trotzdem noch völlig inkompetent war und keinerlei Nächstenliebe oder Kraft gelebt habe. Und irgendwie gedacht habe, irgendwie bin ich stecken geblieben. Ich habe jetzt so viel Wissen, so viel spirituelle Bücher, so intensive Meditationserfahrung. Aber was fehlt da noch? Warum kann ich das nicht wirklich leben und warum geht es mir immer noch schlecht? Und dann hatte ich sehr die Sehnsucht nach Gemeinschaft und bin dann in Köln auf diese Events gestoßen. Und da habe ich dann das fehlende Puzzleteil erfahren dürfen. Und durfte dann mit vielen Widerständen mich immer mehr darauf einlassen und das verstehen und meine persönlichen, auch psychologischen Themen vor allem. Das ist auch einer unserer Hauptfaktoren, die psychologischen Themen, die meistens bei spirituellen Gruppen untergehen. Die in den Fokus zu nehmen und zu erkennen, das ist ganzheitliche Heilung und Entwicklung. Und da bin ich dann immer mehr reingewachsen und habe dann lernen dürfen, ja,
das war das fehlende Puzzleteil und dieses fehlende Puzzleteil möchte ich jetzt in die Welt zurückgeben, dass auch ihr diese Kraft und Liebe findet. So viel von ihm. Ja, genau, ich bin der Patrick, ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr im Tribe mit dabei und jetzt auch seit sechs Monaten auch mit in der Villa dabei, mittendrin im Gemeinschaftsleben sozusagen. Und ich komme eigentlich aus der Unternehmensbranche. Ich habe mit all den spirituellen Meditieren überhaupt gar nichts am Hut gehabt bis dato. Habe ich dann eher schon kritisch so die Politik und die Gesellschaft beäugelt sozusagen, was da gerade so alles schief läuft, aber nie wirklich was unternommen. Dann kam Corona, dann bin ich auf die Straße gegangen, habe ja jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich irgendwas tun. Und irgendwann an der Zeit habe ich dann gemerkt, irgendwie stimmt hier was nicht, irgendwie tut sich da auch nichts. Ich glaube, ich muss viel mehr erstmal gucken, was bei mir los ist, meinen inneren Krieg mir anschauen. Und schwuppdiwupp habe ich dann die Gruppe gefunden und Marvin hat zu dem Zeitpunkt auch schon so eine kleine Gruppe geführt, geleitet in dem Ort, wo ich gelebt habe. Und das hat mich so einfach so berührt, so auch dieser ganzheitliche Ansatz, weil ich mir auch immer denke, ja, dieses Dogmatisieren, das führt zu nichts. Ja, nur spirituell und hochleuchten und so, wow, kannst du machen, aber dann flüchtest du auch wieder aus anderen Ebenen heraus. Und das erfahre ich da jetzt und das ist natürlich auch eine Herausforderung, keine Frage. Und ich bin da auch schon meine Wege gegangen und bin einfach super dankbar, jetzt da, wo ich jetzt bin, mit meiner Kraft zu sein. Genau. Ja, ich bin super dankbar. Ja, mein Name ist Anna. Ich komme aus der, der Impuls zu heilen war bei mir schon ganz früh da. Und darüber habe ich meinen Beruf gewählt. Bin aber in dem nicht glücklich gewesen. Darüber habe ich dann auch das erste Mal Gemeinschaftskontakt erhalten. Ich komme aus einer auch total unspirituellen Familie. Habe wirklich erst im Studium überhaupt mal Worte wie Achtsamkeit oder Selbstliebe das erste Mal gehört und bin darüber dann an Gemeinschaftskontext gekommen, war dann ein Jahr lang im ZEC bei einem Jahrestraining. Das kennen wahrscheinlich einige, weil das eine Gemeinschaft bei Berlin ist. Und darüber dann über ganz lustige Ecken. Ich bin dann auf den Ruhrpott gezogen und habe dann auch die Kölner Gemeinschaft gefunden, den Workshop-Raum. Und bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren dabei. Und ich merke einfach, mein Steckenpferd ist so die Herzebene, die Verbindungsebene, Beziehungsebenen immer wieder. Und darin gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu verbinden und wirklich tief zu befreien und darin auch zu heilen. Das ist so mein Weg darin. Darin auch eine Vision zu finden und den Weg gemeinsam zu sein. Schön. Ich habe Lust, bevor wir anfangen, noch eine kleine Atemübung mit euch zu machen. Wir werden von unten so einatmen, dann ausatmen, nach oben und nach außen. Okay. Und schief. Nach unten auf den Boden. Einatmen. Nach oben. Ausatmen, tönen. Ah. Nochmal. Einatmen. Zieht das energetisch durch euren Körper, durch die Chakren, mal durch einatmen. In euren Körper nach oben, oben raus. Okay, vielen Dank. Energiearbeit, Atemarbeit, das ist ein Aufwand. Tools, mit denen wir arbeiten. Aber erstmal zu der Grundstruktur von Gemeinschaften. Die Gemeinschaften, die ich kennengelernt habe, die kann man schon in verschiedene Bereiche gut einteilen. Und ich sag mal so, das Einfachste, was am wenigsten so Intensität und Commitment braucht, sind soziale Gemeinschaften. Soziale Gemeinschaften sind Gemeinschaften, die kommen zusammen, die wollen gut füreinander sorgen, leben, soziales Miteinander führen, die haben kein konkretes Ziel, sondern es geht nur darum, gemeinschaftlich sich zu unterstützen und gut zu leben zusammen und ja, komfortables, sicheres Leben zu führen. Dann die nächste Intensitätsstufe sind dann schon intentionale Gemeinschaften. Intentionale Gemeinschaften verfolgen schon ein konkretes weltliches Ziel in der Regel,
wie zum Beispiel, wir wollen ökologisch leben oder wir wollen eine freie Schule gründen oder andere Ebenen. Wir wollen politisch aktiv sein und haben sozusagen konkrete weltliche Ziele. Mit dem glauben wir ein bisschen, aber wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann sind wir alle entspannt und glücklich und können dann für den Rest des Lebens, ist es okay, sozusagen. Das ist dann so ein Ziel, wenn man das ist geschafft. Und dann gibt es die visionäre Gemeinschaft. Das ist dann die intensivste Form von Gemeinschaft, die die Oberen auch so mit einbegreift. Ich würde sagen, nämlich eine gesunde Form von Gemeinschaft. Schließt die andere Ebene mit ein. Eine soziale Gemeinschaft funktioniert so für sich. Und wenn du schon eine intentionale Gemeinschaft hast und ein konkretes Ziel verfolgst, dann wird das schon mal intensiver. Es ist sehr viel Stress und Anspannung und Streit, Meinungsverschiedenheiten, die dann viel mehr Gewicht haben. Und dafür brauchst du auf jeden Fall genug Verbindung, weil sonst zersprengt es die Gruppe. Deswegen, natürlich kann man auch, gibt es natürlich auch Gruppen, wo man eine intentionale Gemeinschaft hat und jemand ist total destruktiv und manipulativ und zwingt, alle da zu bleiben. Natürlich von absolut destruktiven Gemeinschaften, die lasse ich jetzt mal hier raus. Also es gibt natürlich auch Gemeinschaften, die sich nur auf eine Sache fixieren oder so, oder nicht diesem Konzept folgen, aber die möchte ich jetzt mal rausnehmen, weil ich da für mein Gefühl, dass eine gesunde Integration von gemeinschaftlichen Strukturen ist, dass da eine soziale Ebene wichtig ist. Die muss schon auch intensiver sein als bei den sozialen Gemeinschaften, weil es einfach viel mehr Schatten, Sprengkraft, psychische Themen dabei hochkommen, wenn man gemeinsam ein konkretes Ziel verfolgen. Weil du musst schon da schon mehr Individualität aufgeben und mehr Commitment geben als bei einer sozialen Gemeinschaft. Und das führt natürlich zu ganz vielen Triggern und Problemen, wo natürlich wichtig ist, dass dieser soziale Kontext, genug Verbindung da schon da ist. Und das schon mal noch etwas mehr als bei der sozialen Gemeinschaft. Und die visionäre Gemeinschaft ist dann, wo es nochmal viel intensiver ist, wo nochmal viel intensiver auf ein Ziel zugearbeitet wird, obwohl es gar kein konkretes Ziel gibt, aber das auch. Es gibt konkrete Ziele, auf die man hinarbeitet, aber bei der visionären Gemeinschaft ist natürlich noch diese ganz hohe Vision, wo gesagt wird, egal wie viele Ziele wir erreichen, wir gehen immer weiter. Wir hören niemals auf, weiterzugehen, uns weiterzuentwickeln und zur Kraft zu kommen und gehen niemals in eine Komfortzone. Wir glauben nicht, dass wir jemals irgendwie ein Ziel erreicht hätten und dann ist alles gut, weil die Probleme sind vielfältig und wir sind Wesen, Seelen, die kraftvoll sind und zu was ganz Hohem streben. Und das ist der Unterschied bei den visionären Gemeinschaften, dass hier wirklich gesagt wird, wir gehen für alles. Wir gehen in die tiefste Verbindung, wir geben das stärkste Commitment und wir werden zu einer intensiven Wir, zu einer intensiven Liebe und Nähe. Wir räumen alle unsere Anteile auf, die in Opferstruktur, Kleinheitsstruktur sind, die in Ängsten sind, die nicht in echte Liebe gehen, die nicht für sich selber einstehen können, sondern wir nehmen diesen kompletten Rahmen und hören auch nicht auf, bis wir es geschafft haben, ganzheitlich in Licht und Liebe, in Kraft und Verbindung zu sein. Und da gibt es auch kein Ziel, was wir jemals, also wir glauben auch, ich glaube, dass es auch nie aufhört, dass wir als Menschen niemals fertig sind mit Wachstum, mit Entwicklung, dass das ewig weitergeht. Es gibt, da gehen wir gleich vielleicht mal noch ein bisschen drauf ein, es gibt Erwachenserfahrungen, aber Erwachen ist eine Entwicklung, die niemals aufhört. Man kann in gewissen Bewusstseinszuständen Erwachenserlebnisse haben, aber es gibt, gleich gehen wir auf die integrale Theorie ein, auch noch Ebenen, wo unser Bewusstsein sich immer weiterentwickelt und wir unsere Erwachenserfahrung auf einer immer höheren ganzheitlichen Weltanschauung interpretieren. Und diese hört nie auf zu wachsen. Weil dieses Universum, diese Komplexität von Erwachen, also da bin ich mir noch unsicher, aber ob jemand im menschlichen Körper mit einem Menschenverstand jemals das totale Ausmaß und die Komplexität von Erwachen verstehen kann, bezweifle ich sehr stark. Vielleicht ist es möglich, ich habe da noch keine Vorstellung von, aber es ist super riesig und komplex. Und wie man an den Ebenen auch schon sieht, kommt auch eine Dreigliedrigkeit auf, die wir auch immer wieder sehen bei uns. Und wir arbeiten auch mit dem Enneagramm, was für Gruppendynamiken sehr wichtig ist, wo es einfach verschiedene Typen von Menschen gibt.
Und zwar gibt es die oberste Ebene, die Sozialebene, das sind wir die Herzmenschen. Das sind im Enneagramm die Beziehungstypen, die mehr für Verbindung, die mehr auf der emotionalen Ebene schwingen, mehr in Emotionen verbunden sind, mehr mit Liebe in Verbindung kommen. Die intentionalen Menschen, das sind mehr Leute, die in ihrer Handlungskraft sind. Das sind die Handlungstypen. Das sind die instinktiven, auch Bauchtypen, denen es sehr leicht fällt, Entscheidungen zu treffen, in die Handlung zu kommen und einfach Dinge voranzubringen, die eine sehr starke Intensität auch haben und auch sehr gut mit dem Körper verbunden sind. Und die Visionären, das ist dann der Kopf, das sind die Sachtypen, die sehr gut strukturieren können, die hohe Visionen und Theorien im Kopf haben, sehr gut Dinge klar benennen können und spiegeln können. Und das sind so die drei Typen, die immer wieder, es war auch bei dem Gemeinschaftsbildungsworkshop, der hier war, auch eine Frau, die hat, das ist so ein Ober, die in Südamerika oder so, wo sie auch zusammengelebt haben und da gab es auch diese Strukturen, die ist auch bei indigenen Völkern, so diese Dreierstrukturen auch bekannt und derjenige, der das da auch strukturiert hat, der hat auch mit Wölfen zusammengelebt. Und Wölfe haben auch genau die Menschen diese Dreigliedrigkeit in ihren Gruppen. Ja, so viel erstmal von mir. Oder dir schon irgendwie was ergänzt zu den Sachen, nicht gut. Meinst du Transparenz, als wir ausgewählt haben, da sind sehr viele Umstände, die dazu führen, wer jetzt hierher fährt. Tatsächlich ist es diesmal das erste Mal so, dass wir alle drei vertreten sind, alle drei Gruppen. Ja? Ah, oh, danke, so ein Riesenkompliment. Für mich auch. Die Kopfmenschen, also es gibt immer eine zweite Ressource und eine Schwäche. Also die Herzmenschen, die sind, können auch gut in die Handlung kommen, aber im Mental haben die ihre Schwierigkeiten. Die Bauchtypen, die können gut auch denken, aber die haben sehr schwer in Emotionen und Verbindungen und Entspannung zu kommen. Und die Kopfmenschen, so wie ich einer bin, haben als die Emotionen fühlen die schon lieber und alles haben die leichteren Zugang, aber in die Handlung zu kommen, das fällt uns Kopfmenschen super schwierig und ich war auch mein halbes Leben lang super handlungsblockiert und das ist schon mal ein Qualitätssiegel für unsere Transformationsarbeit, dass ich als Sachtyp so krass in der Handlungskraft bin. Dankeschön. Ah ja, genau. Ich kann dir tatsächlich nichts beifügen, gerade. Ich habe fast noch mal was zu dem oberen Modell zu sagen. Innerweil ist diese Dreigliederung und dass die alles beinhaltet, unglaublich wichtig, weil das ist das, wo wir hinwollen. Das ist dann das Integrale. Und gerade aber die soziale Gemeinschaft, da mag ich nochmal betonen, dass die eben auch für sich stehen kann und dass auch das okay ist, weil eben die meisten Gemeinschaften heutzutage so aufgebaut sind und wir da nicht in eine Wertung gehen wollen. Wir haben natürlich, wir leben was anderes und deshalb haben wir selber einen Favoriten, was wir machen, aber ganz generell ist auch das in der Welt wichtig. Absolut, alle drei Gemeinschaftstypen sind völlig legitim und okay und ist für jeden in einer gewissen Lebensphase vielleicht auch stimmig. Man wechselt vielleicht auch in der Lebensphase, ist völlig in Ordnung, weil jemand, der vielleicht schon jetzt in Rente möglicherweise ist und jetzt Gemeinschaft sucht, der wird wahrscheinlich jetzt nicht das Bedürfnis haben, nochmal in eine, also selten in eine super intensiv transformierende Gemeinschaft zu gehen und sein Ego komplett aufzulösen. Und so. Wenn man also gibt es auch, aber in der Regel nicht mehr viel Zahl. Also es ist auch im höheren Etablissement so okay, kann ich sagen, aber ist dann war schon eher, dass man dann auch irgendwie ankommen will. Aber ist natürlich nicht pauschal. Und deswegen ist das völlig okay und für unseren Wandel oder einen Aufbau von Gemeinschaften, die wieder in Tribes, in Großfamilien zusammenleben und wieder unabhängig vom Staat und Kapitalismus werden, weil wir uns als Gruppe so gut stützen und so verbinden können und wir so viele Fähigkeiten haben, werden wir sehr autark, wenn wir dann noch zusammen wirtschaften, Gartenarbeit machen. Sehr viele Gemeinschaften, die schon existieren, leben schon sehr autark. Natürlich totale Autarkie geht heutzutage fast gar nicht mehr, das ist auch wahr, aber wir werden auf jeden Fall sehr, sehr selbstständig in Gemeinschaft. Und um dieses Netzwerk aufzubauen,
um eine Alternative zu bilden, wo Menschen wieder in eine Liebe kommen und ein positives neues Erdesystem aufbauen, wo wir nicht mehr getrennt in Einzelwohnungen sitzen und gar nicht mehr Nähe zulassen können, wieder in Gemeinschaften zu sein, wo wir uns unterstützen, menschlich sind, Liebe leben, Verbindung leben, generationsübergreifend. Das hatte eine unheimliche Kraft damals. Es wurde natürlich auch sehr destruktiv gelebt irgendwann, und da kommen wir gleich in der integralen Theorie zu, aber diese Kraft, die entsteht, wenn man in Gemeinschaft zusammen wohnt. Eine Frage, wer lebt denn alles in Gemeinschaft? Die Wanden. Wie lange lebt ihr schon in Gemeinschaft? 10 Jahre. Also es ist eine unheimliche Magie, eine unheimliche Glücklichsein, eine unheimliche Kraft und Transformation, die in Gemeinschaft entsteht, wo man da hinkommen kann. Es ist aber auch super, super schwierig und herausfordernd. Und aber für diese beiden Ebenen gibt es heutzutage ganz viele Methoden und Ideen, wie man da schon vieles abfangen kann. Und da ist ja mittlerweile auch schon viel Wissen, auch über Trigger auf psychischen Ebenen. Das ist schon gut erforscht, es könnte noch viel weiter gehen, aber für diese Ebene, die wir leben, gibt es diese Forschung noch nicht, weil diese ganzen Methoden und Gesetze, die hier helfen, helfen hier nicht mehr. Weil es wird bei visionären Gemeinschaften, die in eine wirklich komplett Intensität und Transformation gehen, das ist so schwierig und so vielfältig, dass du mit vorgefertigten Methoden gar nichts mehr hinbekommst. Da wird es wichtig, in ein komplettes integrales Bewusstsein und selbstschöpferische Kraft zu kommen, wo man alles nochmal neu macht und ganzheitlicher, weil das Ego benutzt jede Methode am Ende. Und vor allem sind die Methoden auch sehr ineffizient. Also wenn ihr mal schon ewige Sharing-Runden oder so erlebt habt, wo jeder so lange reden darf, wie er will und möglicherweise auch sein Riesenopfer auspacken kann, wo alle dann Mitleid haben und keinem geholfen ist, ja. Das frisst so viel Zeit, das ist ineffizient, und wir wollen Gemeinschaften sein, die wirklich was in die Welt bringen, die den Wandel unterstützen. Und wir wollen auch kraftvoll und effizient sein. Wir wollen herausfinden, wie können wir wirklich... Okay, meldest du dich schon länger? Ja, bitte. Ich habe nur eine Frage, seid ihr jetzt auch so deutschlandweit? Ich habe mal gesehen, wie in Witten... Genau, in Witten ist eine Gemeinschaft, in der Nähe von Koblenz, in Burgen an der Mosel, da sind wir, und in Leipzig gibt es auch noch eine Gruppe. Die Menschen, die hier aus dem Ruhrgebiet kommen. Ja, wir kommen aus dem Ruhrgebiet und das ist mit Witten natürlich gut angebunden. Ja. Ja. Genau, und das ist halt super herausfordernd, weil man kommt natürlich an seine allertiefsten Themen ran. Man kommt an jeden Schmerz, die tiefsten Ängste, an die heftigsten Trigger. Weil je intensiver man zusammenkommt und auch immer wieder als Großgruppe zusammenkommt, desto weniger Kompensations- und Schutzstrukturen kannst du halt fahren. Und vor allem, wenn alle sehr bewusst sind und bewusst werden, sieht auch jeder immer schneller, vor allem auch mit der ganzen psychologischen Theorie, die wir vermitteln, kann auch jeder immer schneller und bewusster sehen, was da gerade abläuft, subtil auf der emotional-psychischen Ebene. Ich wollte mal gerade ergänzen zu dem Thema mit der Sharing-Runde. Also wenn jemand natürlich jetzt aus einer authentischen, wirklich emotionaler Tiefe herausspricht, dann geben wir demjenigen sogar noch mehr Raum. Also, wir sind da halt auch flexibel. Ich will nur mal sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, wenn du Gefühle zeigst, wir hören dir nicht zu, sondern wir versuchen das halt integral zu vereinbaren und ganzheitlich auch daran erstützt. Wie macht ein Forum? Ja, auch. Wir wenden ganz viele Methoden an und versuchen halt auch zu schauen, wann passt was sozusagen. Okay. Lass uns erstmal zur Integraltheorie weitergehen. Ja. Die integrale Theorie ist sehr interessant. Die ist noch viel, viel weiter als das, was ich hier aufgemalt habe. Das ist nur ein Element von der integralen Theorie. Das ist ein Evolutionsstufenmodell. Spiral Dynamics nennt sich das. Aber die integrale Theorie geht nochmal viel weiter. Ist durch einige Evolutionswissenschaftler, Philosophen schon begründet worden seit 150 Jahren, aber richtig in die Welt gebracht und auf einer ganzheitlichen, komplexen Ebene hat Ken Wilber das in die Welt gebracht, die integrale Theorie. Wer kennt Ken Wilber und die integrale Theorie schon? Okay.
Ken Wilber hat einfach nochmal ja, auf einer unheimlich komplexen, tiefen Ebene verstanden, wie, ja, wie ganzheitlich die Psyche ist, der Mensch ist, wie ganzheitlich Erwachen ist, und hat dafür riesige mentale Landkarten geschaffen oder auch viele Erklärungen und erklärt auch super, was jetzt gerade alles falsch läuft. In der Politik, in der Gesellschaft, auf der tieferen Ebene und woher dieser ganze Krieg in der Politik auch kommt, weil das sind vor allem diese drei Bewusstseinsstufen, die die meiste Weltbevölkerung gerade ausmachen, die sich gegenseitig bekämpfen. Aber erstmal zum Modell. Empirische Wissenschaftler haben irgendwann versucht, die Evolution von Bewusstsein, die Entwicklung von Bewusstsein, von Werten, von Moral zu untersuchen. Und dabei sind Stufenmodelle entstanden. Also es ist nicht nur eins, also Spiral Dynamics ist von drei Wissenschaftlern weiterentwickelt worden, aber es gibt irgendwie gewisse 10 Stufenmodelle oder mehr, die immer wieder zu derselben Entwicklung von Bewusstheit von Menschen kommen, die auch mit der Kultur eng verwoben ist und für die man selber blind ist. Und das ist zum Beispiel auch die Riesenkritik an spirituellen Gruppen, die Yoga-Gruppen, Buddhismus und so weiter, dass sie nur aus der Ich-Perspektive Heilung und Praktiken machen. Diese Strukturen der Psyche, der Weltanschauung, die ein Mensch als Ich-Person hat, erkennt man erst durch einen Blick von außen auf das Ich, wo man empirische Forschung betreibt. Das heißt, wenn du diese Struktur nicht kennst und blind bist für dein kulturelles Bewusstsein, in dem du eingebettet bist, sozusagen, da wo du aufwächst, hast du gewisse Werte, die du vermittelt bekommst, die du dann als normal ansiehst und irgendwann schon gar nicht mehr weißt, dass du diese Werte hast, weil sie so normal für dich sind. Und du bist dann total fixiert. Zum Beispiel kann man in einer sehr unteren Bewusstseinsebene sein, wo man noch sehr rassistisch, egobezogen, sexistisch, patriarchalisch ist oder irgendwelche anderen niedrigen moralischen Zustände, kann in diesen Zuständen aber Erwachenserlebnisse haben. Kann dann schon durch Meditation und Yoga in gewissen Bewusstseinszuständen erwachen. Und dann, wenn man natürlich ein sehr großes Ego hat oder möglicherweise sehr narzisstisch ist, werden einen ganz viele Leute super cool finden und einem als Guru nachlaufen. Und dann passiert aber etwas, dass natürlich diese unbewussten Wertvorstellungen und Werte und moralischen Sichten, die subtil in der Psyche sind, dann mitwirken und reinwirken. Deswegen ist es ganz wichtig zu erkennen, dass niemand total befreit und erwacht ist. Das ist zum Beispiel ein Wert bei uns. Wir haben keinen Guru, keinen spirituellen Lehrer. Wir sagen, wir kommen alle in unsere transformative Kraft. Es gibt schon Menschen, die bewusster sind, die schon mehr Kompetenz haben. Das ist okay. Wir haben auch eine Kompetenzhierarchie. Aber wir sagen, es ist niemals jemand schattenfrei. Selbst wenn er den geistens Erwachungszustand hat und mir so viel von der anderen Welt erzählt, wo er war, das sagt noch lange nichts darüber, dass er seine Psyche aufgeräumt hat und diese Psyche sich nicht in seine Leitung reinwirkt, wenn er eine Gruppe leitet. Was ein Wort ist, eine Kompetenzhierarchie vielleicht? Oder mich interessiert es? Genau. Kompetenzhierarchie ist bei uns, dass immer jemand, der schon bewusster, kompetenter ist, schon in eine individuelle Führung geht oder auch mit einem, also wir haben beides. Es geht gleich auf die integrale Theorie zusammen. Wir haben immer beides. Wir haben individuelle Leitung und kollektive Leitung. Und es gibt immer Bereiche, wo jemand, der kompetent ist, der Verantwortung übernimmt, eine individuelle Leitung hat und auch autark entscheiden kann, sich aber auch immer wieder rechtfertigen muss, sage ich mal, vor dem Leitungskreis. Und es gibt eine Hauptleitung bei uns, die dann schon sehr bewusst und kompetent ist und dann schon sehr viel reinbringt oder die Ausrichtung bringt. Weil es ist schon bei einer visionären Gemeinschaft super gut und das haben wir auch immer wieder erfahren, dass diese Entwicklung zu machen ist super schwierig und man ist sehr, sehr blind für viele Schatten und man versucht sich auch immer wieder in Schutzstrukturen und in eine Komfortzone zu fliehen. Und das ist immer schon gut, wenn jemand, der bewusster und schon kompetenter ist und diese Entwicklungsschritte schon gemacht hat, dann Räume leitet oder die Gruppe so anstößt, weiterzugehen. Die Kompetenzhierarchie baut ein bisschen darauf aus, genau wer sehr viel Verantwortung übernimmt, in verschiedenen Bereichen natürlich, da sind wir wieder bei Kopf, Herz und Bauch. Und wer bewusst ist, würde ich mal sagen, ist schon jemand, der schon sehr psychisch aufgeräumt ist. Wir arbeiten super viel, wenn wir kommunizieren, dass wir die Sachebene, die Worte, die wir sprechen, in Form
gar nicht so wichtig sind. Die sind natürlich auch wichtig, aber wir sind super stark darauf immer am Fühlen und am Gucken, was ist auf der emotionalen Ebene, was ist auf der, wie spüren wir ihn, was ist die Energie, die er aussendet. Und gucken wir mal anhand der Stärke der emotionalen Ladung, wie stark das jetzt ein Wahrheitsgehalt hat oder wie viel Projektion da ist. Wir versuchen schon immer, was dann sehr klug oder bewusst ist, auch wenn jemand offensichtlich emotional geladen ist und offensichtlich nicht wirklich die Realität gerade sieht und was sagt, sondern sehr viel projiziert, versuchen wir das natürlich nicht zu unterdrücken und komplett sein zu lassen. Also bei uns ist zum Beispiel eine völlige Annahme und jeder kann mit allem da sein, obwohl wir natürlich schon destruktive Strukturen immer wieder erklären und spiegeln, aber nicht um jemanden runterzumachen, und es wird auch nie jemand rausgeschmissen, aber um sich schon deutlich zu machen. Und wir versuchen aber trotzdem, weil in jeder Projektion ist auch immer ein Funken Wahrheit. Und derjenige, der getriggert ist, versucht auf einer psychologischen Schutzstruktur dann was einzubringen. Und das, was er sagt, stimmt in der Form auch nicht. Aber er will eigentlich was sagen, was wahr ist, aber aus dem Trigger heraus sagt er etwas anderes und benutzt eigentlich das, was er eigentlich sagen will, um eine Situation zu manipulieren, die ihn nicht mehr triggert. Das ist eine große Gefahr. Da sind wir super sensibel, dass wir vor allem auf die emotionale und energetische Ebene achten. Und nur weil jemand keine starke Emotion hat, heißt es noch lange nicht, dass er nicht projiziert. Wir achten genauso darauf, wenn jemand hier gar nichts aussendet und zu ist. Das ist ja so ein Riesenfehler bei uns in der Gesellschaft oder auch in der Politik gerade. Dass, wenn jemand emotional redet oder so, dann wissen wir schon alle, ah ja, der ist jetzt gerade geladen und der ist einfach wütend und redet Unsinn. Und bei uns gilt oft dann jemand als souverän oder auch in der Politik, der keine starken Emotionen hat, der geklärt ist und sehr rational, mental erklären kann. Das kommt auch gleich, dass die orange Stufe, in der hauptsächlich schwingen bei uns in Deutschland und der Gesellschaft. Aber wenn man energetisch, emotional mal reinspürt, dann sind die, also jemand, der auf der emotionalen Ebene wirklich gearbeitet hat und nicht getriggert ist, der ist sehr offen und frei. Und man spürt ihn. Und bei Politikern könnt ihr mal reinspüren, da ist sehr oft auf der Emotionsebene, Herzebene, ist abgeschnitten. Das wirkt dann sehr souverän, weil man nicht emotional geladen ist, ist aber genauso destruktiv und zeigt genauso sehr, dass ein Trigger da ist und dass derjenige nicht emotional da frei ist. Da sind wir noch ziemlich blind für. Bei dir beiden mal noch was ergänzen? Ich überlege gerade nach einem Beispiel. Ja, das wollte ich fragen, noch ein Fallbeispiel. Also ich habe jetzt gerade kein ganz so komplexes, wie das, also ich habe so eins mit dem manipulativen Schuh, das wir drin haben. Also als mit manipulativen Schuhe? Wo die Manipulation mit dem, was jemand will, mit Sinn ist. So ein einfaches Beispiel. Ja, das ist bescheuert, es gibt 10.000 Beispiele, aber mir fällt gerade auch spontan. Meint jemand ein Beispiel? Nee. Ich habe eine Frage. Du sagtest, ihr schmeißt keinen raus. Wir sind nicht direkt eine Gemeinschaft, aber wir haben halt so Gruppen, in Gruppen sind wir so mehr oder weniger. Und wir hatten das ein, zwei Mal jetzt, dass da welche uns praktisch auch Gruppen dann zerstört hätten, wenn wir da nicht eingegriffen hätten. Und wir haben versucht, denjenigen auch mit ihm zuzugehen, zu reden, so reinzuspüren, was ist da los. Aber derjenige war aber auch überhaupt nicht bereit. Und letztlich mussten wir dann irgendwann die Entscheidung treffen, weil dann auch aus der Gruppe da rauskommen, das jetzt geht es nicht mehr. Haben auch schon welche Gruppe dann verlassen. Mussten wir sagen, dann musst du leider gehen. Das geht nicht. Und das ist nicht das, was wir wollten, aber wir hatten in dem Moment kein anderes Handwerkszeug. Klar, manchmal muss man das, genau, und bei manchen Gemeinschaften ist es auch notwendig, da auf jeden Fall das auch zu machen. Aber das Problem ist, bei uns ist es halt so, wir leben eine offene Spiegelkultur und jeder setzt sich sehr intensiv mit Psychologie und der Psyche auseinander und wir leben eine verbale Spiegelkultur, dass wir uns erstmal gegenseitig sagen, wenn wir in Schutzstrukturen sind, und auf der anderen Seite bedienen wir diese Schutzstrukturen auch nicht mehr, weil sie uns persönlich auch nicht mehr triggern, weil du bedienst eine psychologische Schutzstruktur halt auch immer dann, wenn du selber getriggert bist, und da haben wir ja schon sehr viel intensive Arbeit gemacht, und jemand, der bei uns hinkommen würde und zur Kundfahrt würde, der würde halt gar nicht
Er würde keinen Kampf erleben, weil es uns nicht mehr triggert, aber er würde uns auch nicht mit reinziehen können. Und wir würden ihn halt klar benennen und spiegeln und es würde so unangenehm für den und seine Struktur werden und wir würden ihm halt ganz klar sagen, entscheide dich, ob du hier sein willst. Wir schmeißen Leute nicht raus, aber sondern wir sagen denen halt, sie sollen sich selber entscheiden, ob man das hier will und wenn man es nicht will, dann halt so gehen. Ja. Also wir zeigen den Leuten dann, hey, was willst du? Willst du wirklich in Gemeinschaft leben? Willst du wirklich tief, intensiv in Liebe gehen, in dich gehen, deine Trigger aufräumen? Oder willst du an dem Punkt jetzt stehen bleiben? Ist okay. Aber du musst dich entscheiden. Und dann, wenn da jemand so klar konfrontiert und ehrlich wird, der so ehrlich und klar konfrontiert wird, dass ich selber entscheiden muss, dann ist da so ein Druck auch. Und derjenige entscheidet sich dann selber, ob er da bleiben will oder geht. Dahingehend brauchen wir gar keinen Ausschmeißen, sondern wir konfrontieren jemanden, der da ist und sich nicht entwickelt. Und das ist für jemanden dann so unangenehm, dass er dann gar nicht bleiben will. Danke, das bestätigt das, was wir beim zweiten Mal dann gemacht haben. Vielleicht noch so zum Rahmen. Wir haben eine sehr lange oder eine recht lange Annäherungsphase, in der wir sehr genau prüfen, ob die Person wirklich bereit ist, sich auch zu entwickeln, sodass sozusagen die Fähigkeit gegeben ist und auch der Wille gegeben ist, an die Funktion wirklich entscheiden zu können. Weil sonst könnte man ja auch sagen, aber ich kann ja gar nicht. Ne? Und an dem Punkt, aber also die Personen, die bei uns sind, die können ahnen und die wissen das auch. Ja, das ist der große Vorteil, weil unsere Gruppen sind entstanden durch die Corona-Zeit, wo halt alle so alleine waren und alle gesucht haben. Und dann ging das so zack, 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 ganz schnell alles. Dann fehlt diese Phase im Grunde genommen. Ja. Dahinter ist noch eine Frage. Ja. Ich habe bei Gemeinschaftsevents auch schon Leute ausgeschlossen, weil mehrere bei mir im Orga-Team sich sehr unwohl mit der Person gefühlt haben. Was für mich kein Problem war, weil, naja, wie ihr sagt, es sind halt Triggerpunkte, wo man dann mal besser arbeiten kann. Aber ich sehe auch, dass mein Orga-Team oder die zwei Personen gerade einfach nicht die Kapazität haben, mit diesen Triggern umzugehen. Und dann habe ich einfach, wo das Orga-Team dann essentiell damit überhaupt stattfinden kann, habe ich die Person dann gesagt, okay, dann schließen wir sie halt aus. Habt ihr da eine Idee, wie man das besser machen kann? Im Grunde genommen hast du die Lösung schon selber gesagt, ne? Also wirklich an dir selber arbeiten und dann im Rahmen die Kapazität schaffen, bis die da ist. Und wenn du jetzt sagst, du hast was zu organisieren, kann es eben sein, also könnt ihr schauen, wie da die Ressourcen liegen, ob ihr Zeit und ähnliches habt, den zu schaffen. Wir schaffen uns den. Das hat bei uns Priorität, dass da die Kapazität ist und eben auch der Wille da ist, dann was zu verändern. Und das ist nicht immer leicht. Also total. Ja. Und gleichzeitig üben wir uns auch Geduld, können auch solche Konflikte auch parken, wenn jetzt gerade für die Priorität nicht dafür da ist, weil wir gerade mitten im Projekt drin sind. Ja. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Also auch mit seinen eigenen Gefühlen umgehen lernen, wie kann ich das auch parken, weil muss nicht immer alles sofort angesprochen werden, sozusagen. Da hätte ich noch eine Frage, weil wer oder wenn wir das jetzt bei so angesprochen hätten, woher wissen wir, also wer hat Recht? Oder was wer hat Recht? Ich nicht nur Recht hat, aber so. Wer hat Recht? Perfekt. Das ist eine super Überleitung. Damit kommen wir zu Spiral Dynamics. Das habe ich jetzt schon 5-mal so halb angesprochen und nicht erklärt. Das mache ich schon mal so. Ich hoffe, das hat euch nicht so sehr verwirrt. Jetzt erkläre ich es aber auch wirklich mal. Also, man kann sehr gut diese Bewusstseinsentwicklung auch an der Menschheitsgeschichte erkennen. Und die jeder Mensch durchlebt die aber auch in seinem Leben. Also als Kinder fangen wir alle unten bei Beige an. Und deswegen können wir darüber eine gewisse Vorstellung haben, aber es sind immer gewisse Werte, Moralvorstellungen oder auch eine gewisse Kunst und Ästhetik oder auch eine gewisse Wahrheit, die immer bei jeder Ebene mitschwingt. Und zwar ist Beige die erste Stufe, die archaische, wo es auch sehr stark um Instinkte, ums Überleben geht. Also so vor, was weiß ich, wie vielen Zehntausenden Jahren, wo wir als Neandertaler noch waren und wirklich es bloß ums Überleben ging, die Sinne, aber auch die, wo man schon noch sehr intuitiv auch irgendwie mit der Welt und der Natur verbunden war. Und die zweite Stufe ist die
Purpur, die magische Stufe. Das ist die Stufe, wo die Menschen sich schon so zu Gruppen und Clans und Stämmen zusammengeschlossen haben. Da kommt auch dieses Gemeinschaftsding auch wieder her, weil bei der integralen Theorie geht es ja auch wieder darum, alles, was gut war, zu integrieren. Und diese Stämme haben sich damals zu der Zeit gebildet. Und magisch heißt es auch deswegen, weil das ist auch die Zeit der Medizinmänner, Druiden, wo sehr viel Schamanismus gehört dazu, wo sehr viel magische Rituale, Naturgötter, wo sehr viel sich den Naturgöttern hingegeben wurde, die um gebeten wurde für ihren Segen, wo auch Menschenopfer möglicherweise oder passiert sind auf jeden Fall. Das ist die destruktive Form, von der da wieder gelebt, wo es gewisse Häuptlinge gab, die Wahrheit transportiert haben, wo man sich als Gruppe zusammengeschlossen hat und sich völlig committed hat für den Clan, für den Tribe, für den Stamm und sich da voll eingesetzt hat und meistens jemand dann entweder der Medizinmann oder der Häuptling die Führung hatte, das aber sehr destruktiv war. Das ist auch schon mal ein spannender Punkt, den ich gleich sage, diese Bewusstseinsstufen. Jede nächste Stufe ist immer eine Antwort auf die vorige, auf die Probleme der vorigen. Weil jede Stufe, die gelebt wird, wird bis hierhin aus dem Ego und Unbewusst gelebt und führt immer zu einer gewissen Zerstörung und zu ganz viel Leid. Deswegen dann immer die nächste Stufe sich entwickelt und wieder Antworten auf die Probleme, die die vorherige Stufe geschaffen hat, zu kreieren. Und dann in Purpur nämlich, wenn man den Beispiel mal nehmen, war es dann sehr viel, dass die Menschen sehr unterdrückt wurden, dass man eine sehr starke emotionale Abhängigkeit hatte, auch in den Clans oder auch von den Medizinmännern, die vieles gesagt haben, wo Menschenopfer gemacht wurden. Und dann kam nämlich die rote, die egozentrische Stufe, wo Menschen dann wieder in unabhängiges Bewusstsein gegangen sind, wo Menschen, also es ist auch eine Stufe, wo man um Macht ringt, um seine eigenen Bedürfnisse, wo Menschen ein Ego entwickelt haben, aber Ego jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Wo die wieder mehr für ihre eigenen Bedürfnisse und Wahrheiten gegangen sind und sich nicht den teilweise brutalen Ritualen dann hingegeben haben, der Stämme, sondern dann eigene Gruppen aufgemacht haben, entflohen sind und ihren eigenen Weg gegangen sind. Das sind jetzt die ganz alten Stufen, die sind jetzt gar nicht so wichtig für uns, aber die wollte ich auch mal kurz anreißen. Die interessantesten sind jetzt die vier, die jetzt kommen. Auf Rot, das ja auch pathologisch gelebt wurde, wo sehr viel dann Gewalt passiert ist, weil die Menschen dann sehr an sich gedacht haben, an Macht und ich will es und ich will es jetzt und ich will alles, was ich bekommen kann, ist sehr viel auch Diebstahl und Mord entstanden. Und auf diese als Antwort darauf ist dann die blaue, die mythische Stufe entstanden. Das ist die Stufe, wo man dann angefangen hat, Gesetze, Regeln, Moral, Kirche, Religion, das sind diese Ebenen, die fundamentalen Religionen schwingen alle auf dieser blauen Ebene, wo es sehr viel darum geht, wieder in Sicherheit, ein kollektives Zusammensein zu finden, über Moral, öffentliche Regeln und ja, die Durchsetzung davon. Was aber natürlich auch wieder zu sehr viel Autorität und Zwang und Einschränkung geführt hat und sehr wenig Freiheit. Und dann in Orange, rational, dann die Stufe kam, wo dann die industrielle Revolution kam, wo die Wissenschaft kam, wo Menschen dann angefangen haben, sich zu befreien von den Glaubenssätzen der Religion, von der Religion und von den Regeln, die da waren, die ja noch sehr aus diesen religiösen, mythischen Sagen kamen und gar nicht angedockt möglicherweise an die Realität waren. Und Orange ist dann die Ebene, wo die Wissenschaft kam, wo man sich wieder frei gemacht hat von den Doktrinen der Kirche, wo man durch Technik und Wissenschaft auch sozialen Wohlstand, Kapitalismus, Materialismus, Sozialismus, aber auch Demokratie sind alles auf der orangenen Ebene dann entstanden. Und da ist es sehr viel das rein objektive, rationale Denken. Die Wissenschaft gibt da sehr stark die Wahrheit vor, was richtig und was falsch ist. Und was daraus passiert ist, Kapitalismus wissen wir ja alle, der zerstört ja gerade ein bisschen die Welt oder Erde, Natur. Und hat sehr viele andere destruktive Formen. Auch die Wissenschaft ist ja auch dieses rein mentale, rationale, wo völlig die Verbindung und Liebe auch zerstört ist. Wo hier ist auch sehr viel Selbstverwirklichung, Effizienz, wo gerade alle möglichen emotionalen Werte, die noch da sind, in Form von Effizienz und Wirtschaft gerade unterdrückt werden. Also auch die Kunst und die Ästhetik.
Und daraufhin hat sich dann die grüne, die pluralistische Ebene gebildet. Das ist die Ebene, die jetzt wieder versucht, ja, mit eins mit Mutter Erde zu werden, ökologisch zu leben. Und wir sind alle eins, wir sind auch alle in Liebe und in Frieden und versuchen halt, wir wollen keine Wertung, es darf keiner bewertet werden, es darf keine Hierarchie geben, alle sind gleich, jeder soll gehört werden. Frauen und Männer sind auch auf derselben Ebene und wir Frauen und Männer sind wir auch gar nicht, weil wir sind alle eins. Also diese ganze Ebene, wo, ich rede da schon ein bisschen lustig drüber, nicht weil es nicht stimmt, aber weil die grüne Ebene halt weiterhin eine der Ebenen ist, die total dogmatisch ist, hierarchisch ist und sehr viel verleugnet und sehr viel Zwang ausübt und gar nicht dieses, wir sind alle eins und Liebe und Frieden leben. Nicht in der Tiefe, nicht in der Wahrheit und sich in Widersprüchen dauernd verliert, weil sie nur auch Menschen wirklich lieben, die auch zurücklieben und die nicht hassen. Und das ist halt auch keine echte Liebe, die aus dir herauskommt, sondern nur, wer in dein Schema passt und genauso ist, wie es da reinpasst, dann darfst du zu denen sein, die ja alle eins sind. Aber alle, die nicht reinpassen, sind nicht alle eins. Manche sind gleiche. Und auch die Verleugnung von Hierarchie ist super destruktiv in grünen Gruppen, weil es existiert immer eine Hierarchie. Es existiert immer eine Leitung. Und wenn sie unausgesprochen ist, ist sie noch so viel subtiler und destruktiver. Und da passiert, also es gibt immer eine Leitung und das grüne Meme will das verleugnen und ist selber in der Leitung. Und die Sache ist, warum die Ebene, die wir jetzt alle ein bisschen angesprochen haben, die kennen wir alle als sehr negativ. Und es ist tatsächlich so, dass diese Ebenen halt alle nicht ganzheitlich sind, immer wieder nur in ihrer Weltsicht sind, nur ihre Werte und Weltanschauung und ihre Bedrohung sehen. Und alle anderen Ebenen leugnen oder abwerten. So dass dieser Krieg entsteht, dass die Leute, die bei Blau, bei Regel, Moral und Kirche sind, haben kein Verständnis für Menschen, die effizient, wirtschaftlich frei sein wollen, die Wohlstand haben wollen, die sich nicht an diese Regeln halten wollen, die auch freies Sex leben wollen oder sonst was. Und die wiederum kein Verständnis haben für die Grünen, die keine Hierarchie wollen, die einfach nur chillen wollen, gar nichts machen wollen und wir sind nur in Liebe mit der Natur. Die haben alle kein Verständnis füreinander und ein bisschen zu Recht, aber auch ein bisschen zu Unrecht. Weil jede dieser Stufen ist gerade total korrumpiert von psychologischen Schutzstrukturen oder einem Ego, kann man sagen, die diese Stufen alle pervertiert und pervers lebt sozusagen und halt sehr eingeschränkt in der Weltsicht ist. Und da kommt jetzt die integrale Ebene dazu, die auch ein ausgesprochenes, intentionales Ziel unserer Gemeinschaft ist, in ein integrales Bewusstsein zu kommen, weil das ist ein Bewusstsein, wo wirklicher Frieden dann entsteht, der nicht nur mental definiert ist, wir sind jetzt alle in Frieden, sondern der wirklich in der Tiefe zu Annahme und Frieden passiert. Weil die integrale Stufe dann die erste Stufe, die komplett holistisch und ganzheitlich ist und von diesen ganzen Meinungskriegen wegkommt und auf der tieferen Ebene schaut. Was will jede Stufe uns in Wahrheit sagen? Weil diese Stufen, die versuchen etwas zu leben und auszusprechen, aber sie meinen in Wahrheit was anderes. Und die gelbe Stufe ist die erste, die nicht sagt, die anderen Stufen sind alle scheiße und nur wir sind gut. Und ehrlich gesagt, es gibt auch noch die türkise Stufe und es gibt schon auch Leute auf der gelben Stufe, die auch das so ein bisschen sagen oder zumindest sich drüber stellen über die anderen Stufen. Aber wir, in dem Modell ist die integrale Stufe die höchste und wir nehmen jetzt mal die erlöste Form von der integralen Stufe auf jeden Fall. Und diese erkennt nämlich, dass es eine Evolution gibt vom Bewusstsein und dass jede dieser Ebenen völlig berechtigt sind und super positive Werte mit sich bringt und ganzheitlich ist, wenn man sie alle lebt, aber jede Stufe auch total negativ gelebt werden kann. Die integrale Stufe erkennt endlich, dass diese ganzen Widersprüche und Gegensätze gar keine sind. Dass sie nur aufgrund von Negativität und Schutzstrukturen und Ablehnen des anderen entstehen und diese ganzen Stufen keine Widersprüche darstellen, weil sie in der Tiefe gewisse Werte vermitteln. Und diese Werte sind im Grunde Werte, die fast alle Menschen immer als gut empfinden. Nur so wie diese Werte ausgelebt werden, nämlich dann ein bisschen anders,
stößt auf sehr viel Negativität und Misstrauen oder zu sehr viel Destruktivität. Und das ist so die Idee der Integralstufe, warum das für Frieden wichtig ist, weil wir lernen wollen, uns endlich wieder tiefer zu verstehen und auch wieder tiefer zu reden, was wir meinen. Weil es geht oft nicht um, keine Ahnung, ob jetzt die Moschee gebaut werden darf oder ob jetzt Homosexuelle heiraten dürfen oder nicht. Um die Themen geht es nicht. Es geht um einen tieferen emotionalen Wert, der transportiert wird. Zum Beispiel, dass die Menschen eine gewisse Sicherheit wünschen, eine gewisse Langsamkeit. Andere wollen Offenheit, Freiheit, Entwicklung. Andere wollen Verbindung, andere wollen Entwicklung. Und diese Themen sind oft, wirken so gegensätzlich, aber man kann sie tatsächlich kombiniert immer super gut leben, wenn man nicht aus einer psychologischen Schutzstruktur versucht, das zu vermeiden. Und immer, okay, ich würde erstmal da einen Punkt machen und erstmal diskutieren, bevor ich jetzt auf die Innenarbeit eingehe. Wollt ihr noch was erkennen erstmal? Ich würde was dazu sagen. Also ich finde das auch ein super wertvolles Tool, einfach um auch die Menschen halt in ihrem Stand oder in ihrer Bewusstheit oder Bewusstseinsstufe so zu sehen, wie sie sind. Also nicht zu sagen, hey, du bist jetzt irgendwie in der roten Stufe und deswegen bist du total schlecht und egozentrisch, sondern wirklich zu sehen, okay, er ist jetzt da, wo er ist. Er hat aber die Möglichkeit, auch weiter noch zu gehen und die Menschen dann auch dort abholen zu können. Eben im Sinne des, okay, die Stufe hat ja auch was Gutes sozusagen. Stimmt, ich müsste auch mal wieder schauen, dass ich wieder Selbstzeit nehme und wieder mehr auf meine Selbstliebe achte. Klar, Egozentrik hat auch seine Vorteile sozusagen. Und den Umgang mit den Menschen einfach nochmal ganz anders miteinander umgehen kann. Ja. Willst du da auch sehr gehen? Gut. Okay, dann erstmal Fragen. Gibt es außer euch Coaches, die hier bekannte Persönlichkeiten, Motoren, die zum Thema, also kennen wir das, wenn ihr erfahren bist, oder hier ist dann nicht. So zur Integraltheorie, oder? Ja, zur Integraltheorie. Also es gibt mehrere Autoren mittlerweile. Also Ken Wilber ist halt einfach die Ikone in der Integraltheorie. Aber es gibt ein sehr, sehr gutes Buch von Steve McIntosh, Integrales Bewusstsein. Das ist auch ein bisschen einfacher auf der mentalen Ebene noch beschrieben als von Ken Wilber, wo auch nochmal eine Welt aufgemacht wird, wie Politik, Religion, Spiritualität oder auch noch andere Bereiche mit einem integralen Bewusstsein in der Zukunft gelebt werden können. Martin Utschik hat auch ein bestimmtes Buch. Martin Utschik. Sex bestimmen Liebe. Das packt es dann direkt auf Beziehungen und die Themen, die im Titel sind. Aber auch das ist ein integrales Buch. Nehmen wir doch auch Webseite, die dahin noch nicht so gut kennen. Genau, also die integrale Theorie versucht, die ganze Ebene zusammenzubringen und eine Ebene ist auf jeden Fall auch, wo Spiritualität und Wissenschaft wieder zusammengebracht werden. Wo die Wissenschaft ja auch, es gibt auch eine orangene Spiritualität, das kann man gar nicht sehen, wenn man das rational sieht. Und aber die Spiritualität lehnt die Wissenschaft ja so sehr ab, weil sie bedroht ist, aber die integrale Theorie bringt beides zusammen und nutzt beides für ein ganzheitliches Erwachen, weil für eine ganzheitliche Heilung, Entwicklung, Verstehung der Welt und sich selbst sind beide Bereiche einfach wichtig und sie können, die Wissenschaft kann gewisse Bereiche nicht abdecken, die die Religion abdeckt und die Religion andersrum auch. Sie haben gesagt, dass sie eine Kompetenzhierarchie hat und die Frage, wer bestimmt, wo man auf der Stufe steht. Ja, das bestimmen wir alle. Das kommt tatsächlich, also wenn kennt ja jeder von uns. Eine Gruppe hat ja auch eine Eigendynamik und in der entstehen einfach. Das entsteht auch automatisch. Ja. Also zum Beispiel jetzt für unseren Ausflug hier habe ich die Kompetenz hier als die ganz kleine, zweithöchste Kompetenz kochen, einfach weil ich das Essen vorher geplant habe. Das ist jetzt irgendwie nicht, dass wir das vorher bestimmt haben, sondern es war einfach am einfachsten. Und dass du die meisten Wortmeldungen in Workshops hast, ist irgendwie auch eine Kompetenz, die wir nicht festgelegt haben, sondern die sich automatisch ergibt. Also da mit so einer Weichheit auch drauf zu schauen, dass es eben nicht jemand ist. Wegen Buchempfehlung, ich empfehle Integrale Politik von Elke Fein. Da sind ein Haufen Referenzen. Integrale Politik von Elke Fein. Das Buch ist relativ neu. Und da sind vor allem mehrere Personen neben Ken Wilber noch die Leute, die vor ihm das Thema aufgegriffen haben, die dies hinterher weiter bearbeitet haben und noch diverse Ideen aufspannen. Also, das habe ich verstanden.
Danke. Ja. Teil diese chronologische Komponente kann man das eher auf die westliche Kultur umwünschen, weil du das eben so ein paar Dinge chronologisch quasi erzählt, wie wir uns gesellschaftlich verändert haben. Ich dachte, passt das so? Ist das so auf alle Kulturen auf der Erde? Also laut der Forschung, die Kriterien, aber auch der empirischen Forschung nach Evolutionsstufen durchleben alle Kulturen diese Stufen. So, genau in der Reihenfolge, man kann auch nicht überspringen. Auch die solche Ordnung. Das liegt dazu eigentlich. Ich kenne das anders, wirklich. Ich kenne das als Dills-Modell. So, es gibt mehrere, ist, ja. Und da ist es ja auch, also, weil ich fand es so ein bisschen wie schade, dass es so, hat sich schon sehr negativ angehört, also diese, alle Stufen sind wichtig. Wenn man von Entwicklung Babys, so haben die das mehr erzählt, so, das ist Anfang überleben. Dafür brauche ich Menschen, weil am Anfang sind wir unschuldig abhängig. Und dann kommt dazu, dass wir eben Ego entwickeln, Stärke mit dreijährigen Kindern, die so, jetzt bin ich da. So, und dann wir müssen die lernen, das Regeln dazu bekommen. So ist es die Ordnung. Und dann lernt man irgendwie irgendwas erreichen. Und dann kommen Ziele dazu. Also, das ist alles. Pünder-Ebene sozusagen, was dann mythisch ist. Und irgendwann entwickelt der Mensch so, aber Dimensionen sind ja auch so wichtig. Es sind verschiedene Trinkprozesse, die halt alles passieren können. Und es gibt aber so Leute, sagen wir mal, jemand, der total emotional entwickelt ist, aber auch auf der Vierer-Ebene, also diese, wo es eben nicht pünktlich ist, diese Werte und Disziplin und Ordnung so nicht gut integriert hat. Und dann vielleicht da halt Probleme hat. Also man kann das nicht so, diese Einschätzung, die du auch gemeint hast, ist dann einfach, wenn ich sagen, so Massenträger, das ist halt für mich so ein Vierer, so der hat die Sicherheit. Genau, ordentlich. Das träge Struktur sich dran halten. Genau, das ist halt sein Wert, das ist nicht wichtig. Man kann ich halt sehen, okay, mit dem Mensch kann ich halt, also wenn ich das bemerke, dass er so diese Art von Mensch ist, kann man damit halt umgehen. Es geht nicht darum, ihn dann zu bewerten, sondern zu sagen, ah, für den Mensch ist die Wert total wichtig. Wenn ich mit dem zusammen bin, dann halte ich ihn dann wie Reger, dann bleibe ich. Ein Abel, wo kein Auto kommt, bei der Mensch möchte ich gut ab. Also, das sind so Dinge, die eigentlich total wertvoll sind. Aber in den Stufen den Wert zuzuordnen. Genau, das hat sich so negativ angehört bei euch. Bei Ordnung ist es auch nicht schön, dass das ist der Heide, obwohl wir. Das sind die Deutschen, ja? Die anderen Modelle sind die deutschen Vierer. Ja. Ja, ich hatte erstmal teilweise. Nee, das ist, ich komme immer eins durcheinander als rational. Genau, die haben alle eine Negativbehaftung. Ich hatte sie erstmal teilweise ein bisschen negativ vorgestellt, weil ich dann am Ende den Bogen spannen wollte, erst dass auch alle positiv werden wollen. Wenn das so nur negativ rübergekommen ist, noch. Das ist es halt eben nicht. Die Stufen, die Werte, also Wissenschaft ist geil, Spiritualität ist geil. Clans sind geil, Überleben ist geil, auch mal egoistisch sein, für seine Bedürfnisse gehen ist geil. Ja, und dass wir alle eins sind, ist auch geil. Das ist alles super geil. Aber es kann alles super negativ und destruktiv gelebt werden. Und wir dürfen jetzt aufhören, nur weil Menschen irgendwas negativ leben, das weiterhin zu verurteilen, sondern zu sehen, auch Wut. Wut ist ein ganz essentielles Thema, wo Wut ganz viel abgelehnt wird in unserer Gesellschaft, weil wir alle so viel erlebt haben, wie mit Wutkraft so viel Zerstörung und Negativität passiert und schneiden uns dafür selber von dieser supergeilen Wutkraft ab. Das ist total verrückt. Das machen eigentlich fast alle, die dann zu uns kommen, erstmal den Prozess wieder zu ihrer Wutkraft zu kommen, weil die Wutkraft an sich ist supergeil, ist Lebenskraft, ist Schaffenskraft. Und wenn man sie richtig positiv lebt, ist sie super. Das sind zum Beispiel super Beispiele daran, wie etwas einfach in der Welt sehr negativ gelebt wird und deswegen halt abgelehnt wird. Und deswegen dürfen wir jetzt wieder, wenn wir wirklich Friedensarbeit machen wollen, wieder allen Menschen zuhören und nicht nur auf der Sachebene, sondern immer mal drüber nachdenken und zu überlegen, was will der Mensch denn wirklich in der Tiefe transportieren, unabhängig von dem, was er gerade mit seinem Ego durchdrücken will. Und dafür machen wir jetzt auch eine kleine Übung. Und vorher gibt es noch ein Beispiel. So, zu dem vorhin, das passt da jetzt nämlich noch mal sehr gut an der Stelle. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Dienstagmorgens im Plenum bei uns. Da wussten wir häufig um die beige Stufe. Es geht darum, welche Sorte Käse kaufen wir. Auch die Themen behandeln wir und müssen besprochen werden.
Und dann, Käse da sein. Und es muss genug Käse da sein. Da geht, das ist der erste Triggerpunkt, nämlich, oh Gott, wir haben 40 Gäste am Wochenende, haben wir überhaupt genug Käse? Und die Anspannung, die geht schon mit rein. Und dann kann man nochmal schauen. Ich bring dann rein, ich habe den Punkt, ich will Mastermann. Und dann beschreibe ich aber den Mastermann, das ist der beste Käse, das ist der geilste. Und das ist dann aber schon so eine manipulative Ebene, die mit reinkommt, weil damit versuche ich meinen Willen durchzubringen. Und dann sagt jemand anderes, aber nee, der Gauder ist cooler. Und dann fängt. Und der kann das dann super mit wissenschaftlichen Fakten auch belegen, warum dieser Käse besser ist. Auf der orangenen Stufe zum Beispiel. Und dann gehe ich auch. Oder der Grüne würde dann sagen, ja, ist doch egal, alle Käse sind noch dieselben. Warum streiten wir uns denn jetzt hier? Hauptsache Käse. Der Blaue sagt, wir haben schon immer Master mal gekauft, das bleibt so. Ich würde sagen, wir nehmen von allen etwas. Und der Rote sagt dann, ich will Salami. Das klingt wie bei uns, ist noch nicht integral. So machen wir das auch. Und dann geht aber die Gruppendynamik weiter, weil ich fange jetzt an, ins Rote zu gehen und richtig gegen den zu schießen, der gesagt hat, der Gouda ist besser. Sagen wir mal an, das war's. Und dann. Das passt sogar. Ich mag auch kein Wasser. Ja, und in dem fange ich an, Patrick zu beschießen. Und das ist aber der Punkt, also wo irgendwie dann die Gruppe merkt, okay, irgendwas ist jetzt komisch. Ne? Es geht jetzt nicht mehr darum, ob Gouda oder Mars, sondern ist. Jetzt geht es um irgendwas anderes. Und den Punkt zu identifizieren, das ist halt das Besondere, wo man dann tiefer guckt. Und man kann irgendwie einer so sagt, Marvin, ey Leute, worum geht's jetzt gerade? Und entweder wir kriegen es dann selber hin, kurz den Punkt zu benennen, oder seid jemand anderes, ah ja, ihr habt euch das letzte Woche gestritten, geht's jetzt um euren Streitpunkt von nächster Woche. So, und da dann zu schauen. Und der nächste Schritt ist dann aber, wir sind ja gerade im Plenum, alle sind zusammen. Alles, was wir besprechen, kostet Zeit von allen Leuten. Und da eben nicht, um nicht in diesen endlosen Schämen und Stecken zu bleiben, da zu sagen, okay, wir parken es jetzt. Und zu sagen, wir beide klären es danach, unseren Streit. Wir lösen uns davon, nehmen Abstand und gehen jetzt nochmal auf die Sachebene. Gauda, was geht? Genau. Das können wir jetzt klären, aber ohne diesen Triggerpunkt weit runter von unserem emotionalen Streitthema von letzter Woche. Und das wird dann extra ein Prozess. Okay, ich würde euch bitten, mal in Dreiergruppen zusammenzukommen. Und Mauz im Teufel. Wir sind schon mal zwei, bist du? Das ist zu spät. Wir brauchen noch einen Rippen. Das war gut. Und jetzt wird es so sein, wir haben drei Rollen. Zwei von euch werden jetzt in eine Diskussion gehen oder einen Meinungsaustausch, wo ihr bitte auch sehr angehaftet und dogmatisch eine andere Meinung einnehmt. Und die dritte Person ist so der integrale, neutrale Beobachter und der versucht mal zu beobachten und tiefer zu verstehen, was denn die tieferen Aussagen sind und wer möglicherweise mehr emotional geladen ist, also ein bisschen auf der tieferen Ebene das Gespräch zu beobachten. Genau. Und das Thema ist natürlich, weil wir hier am Friedensfestival sind, redet über Krieg. Tauschen jeder Rolle auch nochmal? Nee, wir machen nur einen Durchgang. Also entscheidet euch gerne, wer möchte die zwei, die diskutieren und wer möchte der integrale Beobachter sein? Ja, wir haben eine Frage. Den Einstieg habe ich nicht mitbekommen. Also zwei von euch werden jetzt in den Meinungsaustausch gehen, sehr dogmatisch und angehaftet, jeder in seiner Meinung.
und das Ausfechten. Ja. Und der dritte ist der integrale Beobachter, der so ein bisschen guckt und zuhört und mal auf der tieferen Ebene versucht zu hören, wo es eigentlich geht und was die tieferen Werte sind. Die Übung geht, denke ich, so 5 Minuten. Ja. Okay. Genau, zwei verschiedene gegensätzliche Meinungen. Naja, okay, weißt du, da muss man sich erstmal als friedensbewegter Mensch erstmal mit. Ja, ging mal bewusst jetzt hier in diese gegensätzliche Kampfeshaltung, ist ihre Meinung. Vielleicht könnt ihr dann gleich auch mal überlegen, in welcher Stufe wir hier sind. Ja, ja, ganz kurz, aber Fokus. Alle? Ja. Also noch die eine Frage. Ja, danke, weil, also wie er gerade gesagt hat, das Thema Frieden ist ja unser Herz. Ja. Das andere ist ja nicht unser Herz. Und wenn wir authentisch wirklich jetzt hier der integrale Beobachter was herausfinden oder analysieren oder Tedes nennen möchte, dann wäre es so schön, wenn diese zwei Menschen auch mit einem Thema irgendwie diskutieren oder so. Beide wirklich irgendwie freier sind, oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Also, das ist ein anderes Thema als. Ja, weil, wenn jetzt jemand da den Krieg, das ist ja völlig unheimlich, wenn er ja auf dem Friedensfest ist. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig, ihr könnt auch ein anderes Thema nehmen. Nee, es ist nur gerade so meine Idee. Also, ihr dürft auch ein anderes Thema nehmen, wenn ihr euch nur was anderes schreibt. Käse, ist egal. Ist was anderes? Einfach jetzt mal anfangen. Was denn? Also, ich habe die These, dass die ganzen Gemeinschaften ein Haufen akademisch ausgebildete Leute sind von uns und kaum Handwerksmeister. Das ist nicht das Thema. Das ist das Thema. Ach ja, ich müsste sagen, der kann auch keine Ahnung. Ganz egal. Ganz egal, wo die ist. Ich wir haben es gerade gehört von dem Käse. Die Lösung ist ganz einfach. Es gibt ein Berufszeug, der heißt Hauswirtschaftsmeister. Manche mit in der LO drauf, die können was, die wissen was. Das geht alles gut. Weil die wissen, was die haben es gemacht, die haben Praxis. Und dass die da vor die Wände schieben, ist noch mal das kannst du vergessen. Also, ich brauche Leute, die zwar Master genug haben, aber keine, das ist Praxis. Das haben wir gerade gehört. Und so auch zu vielen Gemeinschaften, auch viele, im Kreis. Ich stehe da nicht. Ich bin 40 Jahre alt, ich weiß das. Und habe auch ein Gewehr obendrauf, da bin ich der Kampf. Ich weiß gar nicht, alles. Ich weiß gar nicht, wenn so ein Spiel so lange dauert. Das ist ein typisches Leben. Da müssen wir ja nur so einen Abschluss machen, ne? Weil dann geht der Arc erzählt. So wird die lieber durch. Ja, deswegen kommt der. So was. Wir waren auf der Seite. Ich bin der Maßstab. Und Das ist ein ganzer kompletter Spiel. Ist dir egal. Wenn da keine Handwerker zu machen. Aus den tieferen Messages sind, und man die beiden Meinungen da nicht doch
zusammenbringen kann. Was ist denn ja, Gemeinschaften wir müssen lösen, sondern die gleichen Gruppe von Menschen, die für eine Leitung sind, gerade in Gemeinschaften nicht zu finden sind. In Werbung der Gemeinschaften, es gibt auch ausgerechnet, die Menschen anzuziehen. Ja, auch solche Bundesländer zum Beispiel mal für den Leitung. Mein Argument war, dass Menschen alles lernen können. Also natürlich, aber meistens sollte es nur auch sein, dass man einfach ein bisschen weiterbringt. So, falsche Probleme lösen. Möglicherweise halt auch etwas Bewerbung, was wir uns hier machen. Die Gemeinschaft, ja. Ja, liebe Freunde, was habt ihr erlebt, konntet ihr möglicherweise erkennen, auf welcher Ebene ihr argumentiert und konntet ihr auch erkennen, dass tieferen Werte sind und möglicherweise zu einem Frieden finden, weil es in der Tiefe, wenn man die tieferen Werte sich anschaut, zusammenkommen können. Was habt ihr erlebt? Wer möchte teilen? Dass wir sowohl Pro- als auch Kontra-Waffenlieferungen eigentlich beide aus dem Bedürfnis herausgesprochen haben, jemanden aus dem Bedürfnis der Fürsorge für andere. Das war ein gemeinsames Bedürfnis, aber eine Strategie war jetzt quasi eine andere. Nee. Spannend, was das ist. Aber welche Stufe ist das jetzt? Fürsorge. Vielleicht ist das magisch und klar. Eine der Kollektiven. Kommt, es ist tatsächlich, können das mehrere sein, es ist Perfection. Also es kann gelb, grün, blau oder purpur sein, weil diese Stufen sind immer abwechselnd individuell und kollektiv bezogen. Also beige, rot und orange ist mehr ich bezogen und purpur, blau und grün und dann auch gelb, gelb ist beides, ist mehr so auf ein Kollektiv ausgerichtet. Also purpur waren ja die Stämme und hier waren ja Religion, Regeln, Gesetze, dass wir alle zusammen sicher leben können und grün, wir sind alle eins und wir wollen zusammen sein. Ja. Wir hätten noch mindestens 2 Minuten gebraucht. Wofür? Und als du sagtest, gestern mal die Vermittler, da waren wir doch gar nicht so, dass wir 5 Seiten noch machen können. Ja, so tief wollte ich schon am Streiten. Nein, wir mussten erst mal in den Streit kommen, weil wir uns sehr einig waren. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, es ist schon ein bisschen schwierig, auf Friedensfesten während Streit zu kommen.
Aber das gehört dazu. Das macht das nur noch Weg. Ja, stimmt. Auch Streit zuzulassen, das ist wichtig, weil es sind Themen in uns und solange wir noch streiten, haben wir auf jeden Fall noch kriegerische Themen in uns und es ist besser, die mal zu fühlen und auszuerkennen, die dann zu heilen und zu echten Frieden zu kommen, anstatt einen Scheinfrieden zu bewahren. Mir ist als Beobachter aufgefallen, dass auch beim Lösungsansatz die Kombatanten in ihrem Modell verbleiben und deswegen auch eine Lösung erschwert wird. Weil sozusagen jetzt beispielsweise der Rationale auch eine rationale Lösungsstrategie verfolgt, die natürlich bei den anderen, der nicht rational, primär rational vorgeht, perfekt. Ja, das, da glaube ich, das ist eine Challenge. Welche Lösungsstrategien die einzelnen Typen verfolgen und wie man die dann wiederum zusammenkriegt, weil man quasi auf der Metaebene in dem Typus verharrt. Ja. Und das sagt auch gut, wenn man das Modell dann erkennt. Zum Beispiel, ich bin ein orangener Mensch, Wissenschaft, rationale Lösungen ist alles, was ich als richtig erfinde, weil ich in der orangen Stufe halt schwinge. Dann über das Modell mal Erkenntnis bekommen und mal die Perspektive aufgemacht zu haben, vielleicht haben die anderen Stufen, wie sie Entscheidungen treffen, ja auch alle eine Wahrheitsqualität inne, die auch erlaubt ist, dass sie da ist. Vielleicht ist meine gar nicht die einzige oder auch nicht die beste. Oder vielleicht nur in Ergänzung mit den anderen. Und wenn man dann mal aufmacht, immer mehr, und mal überlegt, haben die anderen Ebenen nicht auch recht? Also es war bei mir so. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich ja auch bei manchen Themen angehaftet war. Zum Beispiel so auf rote Stufe oder so Themen. Die habe ich sehr in mir abgeschnitten und abgelehnt. Und ich durfte dann auch immer mehr so da reinwachsen, so dass ich auch mal mir selber was gönnen darf, mir auch mal was nehmen darf, was rausnehmen darf. Dass ich das schon auch wert bin. Das hat mir auch sehr gut getan. Ich war da nie wirklich egoistisch, aber habe gemerkt, dass ich da total in Blau immer angehaftet war und alles immer strikt nach Regeln und jeder genau gleich spielt und so. Und habe auch gemerkt, dass das der tiefere Wunsch, der da irgendwie hinter war, gar nicht erfüllt wurde. Weil es war also streng und dogmatisch und das hat gar nicht zu echter Verbindung geführt. Also eher die Freiheit, die dann da war, hat dann eher zu einer echten Verbindung geführt, weil die war vorher nur erzwungen in Blau. Und da dieses Bild mal aufzumachen, hey, ich habe diese Weltsicht und ich glaube gerade alles zu wissen, wie es genau richtig ist und dass nur mental alles gut ist oder nur emotional oder dass alles Unsinn ist und nur Handeln das Wahre ist, mal sein Herz und sein Bewusstsein aufzumachen, dass man sich da irrt, dass alle diese Qualitäten, dass alle Richtungen eine Berechtigung haben und alles integriert werden kann und alles eine gewisse tiefe Botschaft und Wahrheit mit sich trägt. Dieses Bewusstsein zu bekommen und dann mal drüber zu reflektieren und sich immer mehr für Menschen zu öffnen und was sie einem eigentlich sagen wollen und dann zu merken, wo war ich da total dogmatisch und angehaftet und habe die Qualität in meinem Leben ausgeschlossen, einfach nur, weil ich grundablehnend dagegen bin, weil ich ein negatives Bild in meinem Kopf von Menschen habe, die rot sind. Aber es ist gar nicht, dass rot schlecht ist, sondern es ist sehr gut und es fehlt gerade in meinem Leben, damit ich glücklich bin. Für so eine komplexe Reflexion war jetzt bei meinem Teilnehmern nicht so wirklich Platz, also es war zu kurz einfach. Mhm. Aber ich habe orange-rot gehabt und eher gelb, oder? Also auf jeden Fall sind sie nicht weitergegangen als ihren Standpunkt irgendwie. Also du hast zum Beispiel deine Machtlosigkeit gefühlt, weil so viel rote Energie so. Und also wir haben nicht zusammen, wir konnten nicht zusammen, weil es zu kräftig war. Ne, aber absolut, das ist super schwierig, da wirklich zusammenzukommen. Das ist jetzt schon mal ein Bewusstsein. Und um da zusammenzukommen, ist halt erst meistens möglich, wenn man dann psychologische Innenarbeit betrieben hat. Und das ist ein Riesenfaktor bei uns auch, natürlich, wir wollen ganzheitlich erwachen und machen Praxis und Übungen, sowohl um komplett im Körper zu erwachen, um Bewusstsein zu erlangen und völlig mit Naturen eher die verbinden. Spirituelle Praktik natürlich auch, aber ganz wichtig oder die Ebene, wo es am meisten mangelt und wo die allerwenigsten Menschen erwacht sind, ist die Psyche. Die wird am meisten ausgeklammert und die ist super wichtig. Und wir sind angehaftet an Meinungen und jetzt auch noch im Nachhinein war das nicht möglich, die wirklich zusammenzubringen.
weil tatsächlich da noch ein Trauma drunter steckt, das diese Anhaftung gerade macht, weil wenn du bei dem Thema angehaftet bist und dann aber den anderen Pol zulässt, bin ich mir absolut sicher, wird das unangenehme Gefühle erstmal in dir auslösen. Schmerz, Angst, irgendwas. Und ich habe das schon so oft erlebt bei uns in der Gemeinschaft, dass ich auch immer gedacht habe, ich wüsste irgendwas oder wüsste, dieser Mensch ist auf jeden Fall ein blödes Arschloch. Kann er sowas machen? Und habe Dinge total abgewertet und wusste meistens alles auch besser. Oder auch in Meinungsverschiedenheiten wusste ich auch immer, meine Meinung ist, ich habe natürlich recht. Und das andere ist natürlich total negativ und böse und führt nur zu Destruktivität. Und ich habe das, und ich musste das so oft durchmachen, also ich fall heute noch manchmal angehaftet bin in der Meinung, da bin ich schon wieder da drin, obwohl ich schon 10.000 Mal durchgemacht habe, diesen Zyklus, kapiere ich es dann trotzdem manchmal. Bei mir geht es dann natürlich mittlerweile super schnell, aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich so die Innenarbeit gemacht habe und meinen emotionalen Trigger aufgeräumt habe, war dieser Gegenpol kein Widerspruch mehr. Und ich konnte dann sehen, wie beide zusammen sein konnten. Ich musste den anderen nicht mehr von meiner Meinung überzeugen oder so und habe auch Möglichkeiten gesehen, wie beides existieren kann zusammen. Wo man schon so ein bisschen aufeinander zukommen muss, aber jeder eigentlich das, was er in der Tiefe möchte, bekommt. Und das ist immer möglich bei zwei verschiedenen Meinungen. Wenn beide dann in die Innenarbeit gehen und das eigentliche Trauma aufräumen, dann ist es immer möglich, dass alles zusammenkommt. Rechts, links, Kommunismus, Kapitalismus. Mann, Frau, Natur, Wirtschaft, das ist alles kein Widerspruch. Nur unsere Traumata, psychologischen Themen kreieren das, dass es Widerspruch ist. Ich wollte nur mal sagen, also wir hatten jetzt zwar so 5 Minuten Zeit für diese Workshop-Runde, aber ich glaube mal, wenn es eine Stunde oder noch länger gegangen wäre, ich glaube, wir wären am Ende am selben Ergebnis angekommen, weil einfach diese Strukturen auch so tief drin sind und mal auch darstellen, das ist der Wortwitz. Und es ist auch wichtig zu erkennen, jeder ist auch okay da, wo er ist, also jeder darf auch auf der Stufe sein, wo er will. Das ist auch ganz wichtig von der integralen Theorie, das anzuerkennen, dass es keine zwanghafte Hierarchie ist und wir alle da oben hinkommen müssen. Aber es reicht, wenn es viele Menschen, es reicht, wenn genug Menschen das anstreben, diese tiefere Ebene verstehen, sich auf allen Kanälen reinigen von Traumata und Blockaden, dass sie Vermittler und Friedensstifter werden können, die Menschen zu unterstützen, wieder mit ihren Meinungen zusammenzukommen, die nicht unterschiedlich sind. Und wenn man nämlich hier schwingt und komplett erlöst ist, dann ist man in jeder Stufe, in jeder Energie schwingt man und man kann mit jedem, egal auf welcher Stufe er schwingt, in eine Verbindung kommen, eine Lösung finden. Ich merke, je weiter ich Innenarbeit mache, also der Pool an Menschen, mit denen ich mich befreunden kann, mit denen ich zusammen auf eine Lösung finde und eine Verbindung, das erweitert sich immer mehr dadurch, weil ich jegliche Zerstörung und Anhaftung in mir immer weiter aufräume und dadurch auch jeden mittlerweile verstehen kann und weiß, was er in der Tiefe will und manche Leute dann auch unterstützen kann, auch nochmal zu sehen, das, was er gerade sagt, das will er gar nicht so, sondern er will das Tiefere. Und in der Regel sind die Menschen dann auch super offen dafür. Wir brauchen diese Menschen, die jetzt diesen Frieden kreieren über integrales Bewusstsein. Das glaube ich, und Transformation und tiefste Innenarbeit. Und ich wollte eigentlich was anderes sagen, und wenn wir da einkommen. Was ich sagen wollte, genau. Also es ist sehr vereinfacht, man sollte jetzt auch nicht verurteilen. Und man ist auch schwankend und es ist viel komplexer als das da. Also es ist einfach nur ein Modell, das auch das geile Integral, immer offen zu sein, neu und ganzheitlich. Es entwickelt sich immer weiter das Bewusstsein und wie wir erwachen und Modelle verstehen. Und dieses Modell, wie jedes Modell, was wir kennen, ist nicht wahr. Das sind alles kurze Landkarten, die uns auf unserem jetzigen Bewusstseinshorizont Puzzleteile geben, die wir nutzen dürfen. Deswegen sollten wir das annehmen, damit arbeiten, aber nicht glauben, das bildet die Realität ab. Aber sie hilft uns tiefer zu verstehen, was hier gerade passiert auf der subtilen Ebene. Deswegen sollten wir es nutzen, aber auch wissen, das stimmt so nicht. Wenn wir nochmal auf eine noch höhere Stufe gehen, werden wir das alles nochmal auf einer ganz anderen Ebene erfahren. Und dann nochmal und dann nochmal. Ich weiß nicht, ob wir als Mensch irgendwann in das Bewusstsein kommen, dass wir es verstehen. Aber deswegen ist wichtig, niemals anhaften, immer offen für jede Wert, jede Richtung sein. Und sich mal öffnen. Weil die Anteile, die wir im Außen unterdrücken, sind in Wahrheit Anteile in uns selber, die wir unterdrücken. Und wenn ihr andere Meinungen mehr zulasst, werdet ihr
viel ganzheitlicher und glücklicher, weil letztendlich wirklich befreit, glücklich und kraftvoll leben kann man nur, wenn wir wieder eins sind. Nicht nur im Außen, auch wir mit uns selber eins sind, mit all unseren Anteilen. Und, ja, ich komme sofort dazu. Und es ist so, dass wir verschiedene Entwicklungslinien haben, zum Beispiel auch in unseren mentalen Fähigkeiten zum Beispiel oder unseren emotionalen Fähigkeiten oder in unserer moralischen Sicht durchlaufen wir auch diese Evolutionsstufen alle. Das heißt, ich kann zum Beispiel, das immer, Ken Wilber macht immer auch von Nazi-Arzt das Beispiel. Nazi-Arzt, der auf der mentalen, kognitiven Linie wissenschaftlich schon super weit oben ist, aber auf der moralischen Ebene halt irgendwie unten ist, weil er Menschen Versuche macht, die barbarisch sind. Und das ist kein Mensch ist komplett blau oder rot oder so. Wir haben schon etwas, wo wir hauptsächlich schwingen, unser Weltbild, wie wir die Welt sehen und gerade unsere Werte sind, also vor allem unsere Werte, wie wir die Welt sehen, sind sehr stark von eingeprägt. Aber wir haben ganz viele verschiedene Entwicklungslinien in uns, die auf jeder dieser verschiedenen Stufen sind. So viel schon mal dazu. Es ist viel komplexer und die integrale Theorie macht noch viel mehr als diese Stufenmodelle. Aber das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges Tool, da tiefer zu verstehen, wie diese Dynamiken gerade sind in Politik und in uns und wie man da zu mehr Frieden kommt. Und ich kann sehr empfehlen, mit der Integraltheorie mit Ken Wilber sich noch zu befassen. Jetzt noch kurz eine Wortmeldung am Ende. Also, Also, du hast ja gerade von Traumata gesprochen. Und was mir noch nicht so ganz so klar ist, also ich verstehe diese Theorie oder dieses System so, was das so uns beschreibt, wo wir gerade sind und wo wir stehen, aber so ein Traumata, also wenn das so ein Mensch hat, das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Und ich habe nicht ganz verstanden, was ist die Praxis, also wie macht ihr das konkret, so ein Traumata, ja, ich sag ja nicht wegzubekommen, aber das irgendwie zu lindern oder sowas zu lösen. Also manche Leute gehen zum Psychologen über viele Jahre und schaffen es vielleicht nicht. Also es ist ja auch viel Arbeit und also ich verstehe also einfach nicht. Es ist weniger Arbeit, als man denkt tatsächlich, weil wir haben ja viele Menschen bei uns oder auch ich war damals in Psychotherapie und bei uns heilt man so Dinge viel schneller und tiefer. Wir unterstützen auf jeden Fall in einen Heilungsprozess, aber wir heilen niemanden. Aber in Wahrheit ist, also wir machen eine super ganzheitliche Transformation und Heilarbeit mit Traumata, weil das Problem, wenn man im Traumata steckt bleibt, ist immer, man bearbeitet das Trauma nicht ganzheitlich. Es gibt immer Ebenen, wo man das nicht macht. Man bearbeitet das zum Beispiel entweder nur mental oder nur emotional oder nur in der Licht- oder nur in der Schattenarbeit oder nur über intuitives Körperarbeit oder nur über spirituelle Energiearbeit. Und unsere Erfahrung oder meine persönliche Erfahrung ist, dass Traumata so sehr tief und schnell transformiert und geheilt werden, wenn man das ganzheitlich auf verschiedenen Ebenen macht. Und das macht ihr als Gruppe oder da gibt es ein System oder ein Werkzeug? Genau, wir haben ganz viele Methoden. Wir machen auch Wochenenden, wo wir diese Ganzheitlichkeit einbringen. Wir machen das für uns selber. Wir bringen den Leuten auch bei, was sie für Methoden machen können. Und es ist halt einfach super vielfältig. Aber die Sache ist wirklich bei Traumata, also genau, wichtig ist auf jeden Fall schon mal mental und emotional. Dann Körperebene, gehe ich auch in die Handlung, verändere ich mein Leben. Dann gibt es noch. Aber hier ist besser in der Kunst. Ja, genieße hier. Diese Frau. Licht- und Schattenarbeit sind auch zwei wichtige Punkte. Manche sind da drin, die sind nur in diesem Schmerz fühlen, Angst fühlen und sind die ganze Zeit nur in diesen kleinen Negativanteilen am Arbeiten, machen aber nie Praktiken, wo sie auch ihre kraftvollen Anteile erfahren, wo sie ihre liebevollen oder ja, kraftvollen oder auch göttlichen Anteile erfahren, wo die benötigt werden, um in unser System innerlich und selbst diese Liebe und Kraft zu geben, diesen schwachen Anteilen und Heilung zu erfahren. Andere dagegen unterdrücken ihre schwachen Anteile die ganze Zeit und gehen bei jedem Thema direkt in die Lichtarbeit und pushen sich in irgendwelche starken Anteile hinein. Und es gibt in der Teilpersönlichkeitslehre gibt es 5 Bereiche von Teilpersönlichkeiten. Es gibt die Anteile in uns, die noch so tierisch, instinktiv, animalisch sind. Es gibt männliche Anteile in uns, weibliche Anteile, kindliche Anteile und göttliche Anteile.
ist die Teilpersönlichkeitslehre nach Arthur Stefan Lüttemann, die mich noch interessiert. Und da versuchen wir auch ganzheitlich das alles zu integrieren, weil in den verschiedenen Bereichen haben diese Anteile die Energiequalität, die andere Anteile, die traumatisiert sind, brauchen, um in sich drin selbst wieder zur Heilung und Kraft zu kommen. Das heißt, wir können in uns selber das finden, die können wir durch gewisse Praktiken aktivieren, können aber auch mit Energiearbeit in uns selber das verbinden. Und das ist halt einfach bei Traumaarbeit, wenn es das lange dauert und ihr da nicht rauskommt, checkt mal alle möglichen Ebenen, wo man emotionale, psychische Arbeit machen kann und guckt, welche ihr vergesst. Ich verspreche euch, wenn ihr die integriert, dann geht es sehr schnell. Und um es nochmal ganz konkret zu machen, wir haben Sets dabei, wir haben Methoden, also wir haben praktische Methoden, beispielsweise Forum, wie gesagt, Prozessarbeit, die wir selber aus verschiedenen Methoden entwickelt haben. Wir haben mentale Räume, wir haben emotionale Räume, wir haben Körperarbeit, wir integrieren das da ganz wirklich. Und nochmal so drüber nachdenken, Psychologe siehst du einmal die Woche oder alle zwei Wochen, wir sehen uns halt jeden Tag, wir kennen uns einfach so verdammt gut. Und ihr arbeitet ja im Alltag. Im Alltag, aber wir kriegen kein Geld dafür. Der Psychologe macht es einmal die Woche theoretisch und er will ja auch sein Geld verdienen, also er möchte, dass du noch lange Jahre kommst. Ja. Ja. Und das, die Zeit habt ihr einfach nicht, weil der Geld muss gekauft werden. Ja. Ja. Ist der Gauder. Habt ihr Literatur dazu? Ja, ich habe ganz viel Literatur. Also, wenn ich daran früher hinweisen möchte, kann ich es auch zu mir kommen. Dann kann ich das für ihn. Aber wir haben auch Flyer hier auf den Tischen liegen. Zwei links. Also, wie gesagt, wir haben drei Gruppen in Leipzig, in Witten und in Koblenz. Wir bauen gerade ein Netzwerk auf von Gemeinschaften, die in diese intensivste Form von Gemeinschaft, Transformation und Innenarbeit gehen und auf integrales Bewusstsein auch ausgerichtet sind. Ich habe euch die Flyer von unserem Festival hingelegt. Da findet ihr alle Informationen zu unseren gegenübergreifenden Museen und auch die. Da hinten. Und auch die von der Kindergruppe. Auch mit da, weil da auch schon ein bisschen noch. Sag mal, ist das Festival vom 28. Kann das sein? Nee, dann vom 30. bis 3. April. Das ist wirklich ein mega toll. Ja, damit dann wünsche ich auch mit der Zeit dann. Ja, danke schön. Ja, hinten. Ja, ich hoffe, dass wir wirklich tief in den Frieden und die Liebe miteinander kommen, indem wir nochmal tiefer diese ganzen Dynamiken verstehen und uns nochmal wirklich verbinden und wirklich Frieden in die Welt bringen. Da habe ich mega Lust drauf mit euch. Ja.